Einen wunderschönen guten Hallo, meine Freunde, und seid herzlich willkommen beim neuen Projekt, einer Art Obdachlosen-Simulator. Also stellt euch einfach mal vor, das Internet ist weg und plötzlich müssen alle YouTuber arbeiten. Die landen natürlich sofort auf der Straße und dieses Szenario spielen wir heute durch. Warst du jemals obdachlos? Kein Tutorial, mehrere Speicherstände? An ancient homo prophecy had foretold about your arrival. The chosen one, who will bring back peace and stability to the streets. But there's one problem. You don't remember who you are, nor what your name is. You are also naked? What? Hallo? Ich bin der Auserwählte. Wie bewege ich mich denn? Hallo? Oh mein Gott, was ist das bitte für ein Game? Wir werden jetzt erst einmal den Müll durchsuchen. Weiße Sneakers. Nehmen. Was haben wir hier drin? Eine Kartoffel. Gurkensamen, Fass mit Wasser, eine Schiene, ein primitives Werkzeug, um Bewegung zu verhindern. Halt gebrochene Knochen stellt 100% der Gesundheit wieder her. Okay, alles nehmen. Das nehmen wir auch mal. Ein bisschen Papier, Müll, wieder Papier und Müll. Ach, das ist mein Müllcontainer, das ist mein Inventarslot. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Ich heiße Sang-Wook. Warum heiße ich Sang-Wook? Na gut, lass uns mal durch die Street gehen hier. Ich sehe auch wirklich nicht gerade gut aus. Ja und ja, okay. Weiter erstmal Loot nehmen. Es ist jetzt plötzlich dunkel geworden. Dieses Game ist einfach unglaublich. Hier kann ich etwas bauen. Oh mein Gott, wir müssen auf jeden Fall pumpen. Aber sowas von. Einfache Gewichtsstange. Was fehlt uns denn da noch? Einiges. Aber wir können das schon mal anfangen zu bauen, oder? Lass uns da mal hingehen. Hier, geh da mal hin, Bruder. Jawoll! Okay, irgendwas geht hier runter. Was auch immer das ist. Ich zocke das gerade zum ersten Mal, meine Freunde, ja? Er scheint aber jetzt gerade ordentlich gepumpt zu haben. Was haben wir hier? Ein einfaches Bett bauen. Willst du erstmal schlafen gehen? Komm, geh erstmal schlafen, Bruder. Und jetzt dürfte das wieder wachsen, oder? Es ist jetzt schon wieder Tag. Warum rennt er da nur im Kreis? Geh bitte da rein. Geh bitte hier rein. Geh bitte hier. Geh bitte. Dankeschön. Jetzt geht das wieder nach oben. Okay, perfekt. Also wir haben gerade noch nicht ganz so viel Hunger. Hygiene. Wir sind ein Straßenpenner, ich bitte dich. Wärme ist auch noch alles gut. Wir schlafen jetzt erstmal. Also Sang-Wook, uns geht's gerade noch sehr gut. Ist jetzt hier wieder neuer Müll entstanden? Auf jeden Fall haben wir eine Straßendusche. Was fehlt denn da? Wasser fehlt da wahrscheinlich, oder? Wasser fehlt da. Okay, aber Wasser habe ich doch hier eigentlich drin. Fass mit Wasser. Kann ich das hier irgendwie reintun? Digga, was ist das? Okay, Wasser habe ich jetzt wahrscheinlich, oder? Also, wir brauchen 100 Liter. Okay, ich muss jetzt erstmal hier klarkommen. Wir haben hier nämlich schon das hier drin. Wir brauchen aber mehr. Das füllt sich nämlich gerade auf. Okay, der Wasserspeicher füllt sich gerade auf, weil es regnet. Oh mein Gott, dieses Spiel ist einfach zu krass. Hier haben wir eine Art Sandkasten, nur voller Müll. Er muss kacken. Oh mein Gott, ich brauche eine Toilette. Skills. Ich habe Skills? Oh mein Gott, was ist das für ein Game? Okay, ich habe aber wahrscheinlich noch keine Punkte zum Verteilen. Also wir haben hier einen Skillbaum mit verschiedensten Sachen. Was auch immer das ist. Da kommen wir später wahrscheinlich noch rein. Das ist hier der Pumper-Modus höchstwahrscheinlich. Da werden wir schnell reinkommen. Ach, hier ist der Pumper-Modus. Ein starker Schlag. Den können wir schon, ne? Parieren können wir aber noch nicht. Okay. Also, Skillbaum abgecheckt. Können wir noch nichts. Die Tasche, weiße Sneaker, die kann ich auch mal anziehen, oder? Geht doch. Die Schiene brauche ich noch nicht so wirklich. Ich brauche noch mehr Klamotten. Aber die Schuhe habe ich schon mal an. Sehr gut. Die Zeit vergeht aber hier super, super schnell, muss ich sagen. Es ist jetzt schon wieder dunkel. Wie geht's, Sang-Yong? Hygiene 32%, würde sagen, wir gehen mal eine Runde duschen, oder? Oh ja. Das gefällt ihm sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Hunger einfach nach unten geht und ich nichts zu essen habe hier. Garbage-Invasion? Da kommt ein weiterer Penner? Oh mein Gott, los, kämpf! Was geht hier ab, Alter? Da kommt einfach ein anderer Obdachloser, der jetzt gegen mich kämpfen will. Ich habe weniger Lebenspunkte und weniger Stamina, höchstwahrscheinlich. Ja gut, dann hoffe ich mal, gewinne ich das. Ab geht's, Kampf! Oh mein Gott, los, bitte, gib alles, gib alles! Oh ja, ich mache immer mehr Damage. Ja, mach ihn fertig! Oh mein Gott. Los! Los, ein Schlag noch! Digga, mit einem Leben! Du hast es geschafft, etwas Müll von den Überresten zu sammeln. Es ist nichts drin. Ja, danke schön. Damit habe ich jetzt
ein Leben. Sonst geht's uns gut. Sang-Wook, geil. Schön, dass wir hier gewonnen haben, aber kaufen können wir uns damit jetzt nichts, glaube ich. Wähle ein Gebäude. Ich habe das Gefühl, wir können ja einfach noch mehr Sachen bauen. Ein schrottiger Boxsack. Also es sind alles so Trainingselemente. Was haben wir hier? Karton-Boxmatte. Okay, das sind also bisher hier so Gegenstände, um unsere Fitness zu verbessern. Was haben wir hier? Eine Feuerstelle. Nicht genug Ressourcen. Aber wo kriege ich die Ressourcen denn her? Das ist jetzt die Frage. Ich muss mal ein bisschen wandern gehen. Ein paar Sachen hier wahrscheinlich holen, ne? Aber ich hatte so einen harten Boxkampf. Ich glaube, ich muss erstmal wieder schlafen gehen. Dann geht höchstwahrscheinlich auch mein HP nach oben, oder? Ja, ihm geht's wieder besser. Sehr gut. Hier oben haben wir jetzt also auch die Zeit. Hier ist unser Cash. Was haben wir hier? Essen haben wir gar nichts. Plastik haben wir ein bisschen. 17 Grad ist es. Es ist klar. Alles gut. Ich muss hier irgendwie mal raus. Hier könnte wahrscheinlich ein paar Verteidigung bauen. Er pumpt einfach, ohne dass ich ihm das gesagt habe. Ich muss sagen, dieses Spiel gefällt mir. Halten wir es nochmal fest. Ich habe einen Obdachlosen, der hier in so einer Gasse seine Wohnung aufbaut und nebenbei noch richtig hart trainiert. Er geht wieder pennen. Okay, das war jetzt aber wirklich ein schneller Tag. Ich würde gerne auf die Straße. Ich versuche nochmal auf die Street zu kommen. Hier, guck mal, da gibt es noch sehr viel zum Erkunden. So, komm mal her, Sang-Wook. Sang-Wook, komm her. Könnte ein Ort zum Betteln hier draus gemacht werden. Oh mein Gott, was brauche ich dafür? Standard-Bettlerplatz. Mir fehlt noch ein bisschen Plastik. Wie kriege ich Plastik? Dann kann ich hier betteln gehen. Wie geil ist das denn? Oh, jetzt habe ich Hunger. Okay, 50%. Es ist noch in Ordnung. Aber ich muss hier an Ressourcen kommen. Was kann ich hier bauen? Eine Fackel. Da fehlt mir aber auch ein bisschen. Mein Müllcontainer. Die müssen mal ein bisschen was fallen lassen, die Leute. Was ist denn los mit euch? Gebt mir doch mal ein bisschen Müll. Hier kann ich aber auch etwas bauen, ne? Ein Pflanztopf. Noch ein Pflanztopf. Kann ich hier bauen? Ich will da mal hingehen. Komm mal her, Sang-Wook. Sang-Wook, komm her hier. Los. Nee, da ist eiskalt nichts. Okay, jetzt wird es natürlich langsam bremslich. Wir machen die Musik mal aus. Und wir brauchen jetzt irgendwo. Irgendwo brauchen wir jetzt Ressourcen. Wie kommen wir an unsere Ressourcen dran? Was ist denn unsere Aufgabe gerade? Ah, hier haben wir Garbage City. Können wir irgendwo anders hingehen? Stadtzentrum geht nicht. Vorort. Electric Avenue. Ja, mal ein bisschen die Gegend erkunden. That belly brings me hope he serves decent hot dogs. But the look on his face makes me worried. What happened? Okay, wir sind jetzt hier in der Electric Avenue. Hier haben wir wieder ordentlich Ressourcen, die wir looten können. Nice, das ist doch schon mal prima. Prinz Rodeo, wer zur Hölle bist du? Fass nicht meinen Müll an. Okay, ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich habe einen starken Schlag, 3 bis 6 Schaden. Ich bin also eigentlich wieder im Vorteil. Hier, Prinz Rodeo, wer bist du? Hau ihn kaputt, los, hau ihn kaputt. Los. Oh mein Gott, der macht aber auch ordentlich Damage. Oh, oh. Einmal noch schlagen, komm. Nein! Los! Ja! Digga, 12 Schaden. Die haben ihn richtig weggeputzt. Was haben wir hier? Eine Suppe? Ich werde einen anderen Ort finden müssen. Ja, verzieh dich, Prinz Rodeo. Jetzt können wir den ganzen Loot hier holen. Wieder ist nichts drin. Ja, ein paar Sachen haben wir. Kann ich hier was kaufen? Bob? Ich versuche hier Hotdogs zu verkaufen. Erst dieser singende Penner, jetzt seine Freunde. Meine Kunden gehen einfach vorbei. Kannst du dich ein für alle Mal darum kümmern? Bestätigen. Oh nein, nicht die. Ich will erst einmal wieder zurück. Ich glaube, 2 Leute sind dann doch ein bisschen zu viel. Wir gehen erstmal wieder nach Hause. Und wir haben nämlich jetzt neue Ressourcen gesammelt. Und mit den Ressourcen können wir jetzt uns so einen Bettlerplatz bauen, oder? Nein, können wir immer noch nicht. Oh, shit. Aber dafür können wir sowas hier basteln, oder? Nein, dafür brauchen wir auch Plastik. Oh, Mann. Wir können also doch nicht wirklich vorankommen. Also hier können wir nicht weitermachen. Aber wir können uns erst einmal schlafen legen. Wir brauchen jetzt erstmal wieder ein wenig HP. Wir brauchen wieder ein bisschen Stamina. Und dann können wir vielleicht uns auch wieder boxen. Wir schauen mal, wie es uns geht. Wir haben Hunger. Kann ich was essen? Ich habe ja eigentlich was bekommen, ne? Fass mit Wasser haben wir hier. Löwenzahn. Eine entzückende kleine Sache. Wärme, Hygiene. Ich glaube, du kannst mal duschen gehen erstmal. Dann geht wenigstens das wieder nach oben. Und ich habe jetzt was gegessen. Das ist ein bisschen nach oben gegangen. Wasserspeicher. Ja, das hat auch funktioniert. Hygiene ist fast nach oben gegangen. Jetzt natürlich dunkel. Er will noch mal ein bisschen pumpen. Level up. Jawohl, da kann ich gleich noch mal in die Skills reingehen. Dann kann ich vielleicht die beiden Typen gleich wegklatschen. Und jetzt geh erstmal pennen, Bruder. Hast du dir verdient. Skills, schauen wir uns an. Was haben wir denn hier? Parieren. 50% Chance, Schaden auf 2 Charakter aufzuteilen. Hakenschlag 5 bis 9. Boah, wir müssen auf jeden Fall richtig hart hier erstmal reingehen. Was haben wir hier? Einen starken Tritt. Also wir müssen kicken und schlagen. Beides wäre, glaube ich, ganz gut. Also ein Hakenschlag oder parieren wäre also gar nicht so schlecht. Hier kann ich noch nichts machen. Also es geht hier alles erstmal in Richtung Training. Ich habe sogar 2 Punkte, sehe ich gerade. Kostet aber auch 2. Der kostet 1, der kostet 1. Ah, starker Schlag haben wir ja schon. Also Hakenschlag, parieren. Oder starker Tritt. Ich glaube, ich mache parieren. Und jetzt versuchen wir mal. Gehen wir erstmal schlafen, Bruder. Und jetzt versuchen wir, mit diesen neu gewonnenen Fertigkeiten wieder zur Electric Avenue zu gehen und die Leute da wegzuklatschen. Und dann müssen wir uns langsam um T-Shirt, Pullover, irgendwelche Kleidung kümmern. Denn ich merke gerade, ich gehe kaputt. Also meine Wärme hier geht immer weiter nach unten.
Und ich glaube, da brauchen wir Klamotten. So, steh auf, Bruder. Steh auf. Und jetzt bitte einmal rübergehen. Wer ist der? Ich dachte, es wären zwei. Was heißt das denn hier? Ich bin Level 2, ne? Dachte, ich müsste gegen zwei kämpfen, aber ballern wir erstmal einen weg, ne? Mit parieren jetzt. Los, parier, Bruder. Oh, du hast ja gar keine Ahnung. Parier doch. Warum? Du hast den Kampf verloren. Geh wieder auf die Knie und baue weiter Muskeln auf. Oh mein Gott, der hat mich hier richtig auseinandergenommen. Wir müssen jetzt erstmal ordentlich trainieren. Und wir müssen auf den Tritt gehen. Der hat mich ja sowas von kaputt gemacht. Bam! Boom! Also, wir brauchen Faust und Tritte. Die beiden Sachen, dann gehe ich da wieder hin. Level up, Bruder. Level up, Bruder. Also, wir gehen schön nach unten. Hier, starker Tritt. Erlernen, aber sowas von haben wir. Und wir haben immer noch einen Punkt. Fügt 50% Lebensregeneration hinzu. Oh mein Gott, das sind ja richtig geile Sachen. Was haben wir denn hier? Muskulös. Fügt allen Schaden 5% hinzu. Ein Knietritt. Oh, wir werden sowas von wieder pumpen gehen. Das sage ich dir aber. Das Spiel pausiert übrigens, wenn ich da ein bisschen rumlunger. Finde ich auch schon mal ganz gut. Wir müssen nur aufpassen. Wir müssen die schnell fertig machen, denn Wärme geht immer, immer weiter nach unten. Das ist echt sehr, sehr... sehr, sehr, sehr böse. Aber ihr seht es schon, es geht alles andere nach oben. Wir gehen nochmal eine Runde pumpen. Wir sind jetzt schon Level 3. Und wenn ich noch ein Level up bin, dann gehe ich da hin und nehme den richtig auseinander. Das machen wir am nächsten Tag. Wir werden jetzt noch ein bisschen durchpumpen, durchtrainieren. Und dann ist unser Sang-Wuk bereit für den Endkampf. Und dann brauche ich auch unbedingt wieder was zu essen. Ich hoffe, ich kann die richtig auseinandernehmen. Ich würde liebend gern auch noch... Oh, wieder eine Garbage-Invasion. Wo? Hier bei mir? In 4 Stunden höchstwahrscheinlich, ne? Dann habe ich noch ein bisschen Zeit, mich auszuruhen. Okay, in 3 Stunden. Ich hoffe, den kann ich wegklatschen. Dann kann ich meine geheimen Fähigkeiten gleich erstmal testen. Mit Knie... Nee, Knie ja noch nicht. Aber mit Tritt und Schlag. 1 Stunde noch. Steh auf, Bruder. Und jetzt mach ihn fertig. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? 25 Leben hat der. Okay. Testen wir mal. Balancierter Schlag und blocken. Los, mach deinen Kick. Bruder, mach deinen Kick. Was habe ich dir beigebracht? Mach doch deinen Kick! Oh mein Gott, nein, nein, nein. Er ist noch, er hat noch keinmal pariert. Kick auf die Fresse. Letzter Schlag. Boom, boom, boom. Jawoll, du hast geschafft, etwas Müll von den Überresten zu sammeln. Es ist nichts drin. Also, habe ich jetzt was bekommen oder habe ich nichts bekommen? Das wäre jetzt mal die Frage. Auf jeden Fall muss ich erstmal weiterschlafen. Ich bin immer noch bei 4 Plastik. Ich brauche 5 Plastik für den Bettlerstand. Ich habe noch ziemlich viel Papier. Bruder, geh da jetzt rein. Und Wärme habe ich langsam richtig krasse Probleme. Was habe ich hier gerade für einen Skillpunkt bekommen? Das ist ja wie so ein Kreis. Das geht ja die ganze Zeit so nach oben. Warte mal. Hier haben wir den. Hier haben wir den. Hier haben wir den. Ja, ich habe leider nur den. Einen Punkt habe ich noch zum Verteilen. Aber ich will eigentlich warten, bis ich hier den Knietritt machen kann. Also den starken Tritt, den habe ich gerade vermisst. Da kam einfach gar nichts an. Da bin ich echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Gut, wir sind gleich wieder fit und dann gehen wir in voller Manier gleich in den Kampf rein, nachdem wir natürlich wieder eine Runde trainiert haben. Das müssen wir nämlich als erstes machen. Eine Runde trainieren, nächstes Level erreichen und dann mit dem Knietritt machen wir den fertig. Aber wir brauchen das nächste Level. Ich habe echt Probleme mit der Gesundheit hier, mit der Wärme. 1%. Oh mein Gott. Ist da überhaupt noch was drin? Oh, 60 Liter haben wir da drin. Das heißt, wir können komplett durchduschen. Das gefällt mir. Da ist das schon mal sehr gut. Aber Hygiene, ne? Ich meine Wärme. Wenn die Wärme des Charakters auf 0 fällt, hat der Charakter die Chance, Fieber oder Unterkühlung zu bekommen. Was er jetzt hat, ne? Fieber. Charakter maximale Energie um 30% verringert. Charakter auf mindestens 50% erwärmt zum Heilen. Nein, da komme ich doch nicht hin. Ich brauche Kleidung, Bruder. Gib mir Kleidung. Es ist einfach nichts da, ne? Okay, dann muss ich jetzt mit Fieber trainieren. Es bringt ja nichts. Was ist denn das hier? Unterkühlt. Beides jetzt auch noch. Charakter stirbt, wenn er nicht geheilt wird. Oh mein Gott. Dann aber ganz, ganz schnell in den Kampf rein hier, Bruder. Wir brauchen nämlich ganz, ganz schnell irgendwas. Den müssen wir jetzt wirklich fertig machen. Komm, meine letzte Chance. Ich muss seine Kleidung klauen. Sonst bin ich tot. Gib alles. Es geht um Leben und Tod. Oh mein Gott, irgendwas habe ich gemacht. Er hat geblockt. Blind, er ist blind. Oh, diese Kicks, ne, die sind hart. Gib mir deine Kleidung. Wieder nur Essen? Bring mir nächstes Mal Schnaps für den Schmerz, den du verursacht hast. Ich brauche jetzt erstmal irgendwas Gutes. Endlich kann ich auf meinem Balkon chillen, ohne dieses schreckliche Pennergemurmel. Würdest du mir einen weiteren Gefallen tun und einen Blumenstrauß bringen? Okay, Löwenzahn habe ich. Den restlichen Kram habe ich noch nicht. Gut, den einen Penner habe ich weggeboxt. Der fehlt noch. Gut, wir müssen aber trotzdem erstmal nach Hause. Wir brauchen irgendwie Kleidung. Wie soll ich denn bitte an Kleidung kommen? Kann ich irgendwas bauen? Eine Feuerstelle. Oh ja, wir brauchen ganz schnell eine Feuerstelle. Los, Papier. Geh zur Feuerstelle. Oh ja, es geht nach oben. Oh mein Gott, ich habe fast verkackt. Oh.
Okay, wir leben wieder. Wir können wieder leben. Das war aber auch ziemlich knapp, ne? Also, wir wären wirklich fast gestorben durch Unterkühlung. Ich feiere dieses Spiel. Ich finde das richtig gut. Also, Sang-Wook, trainier weiter. Dann wirst du ein richtig guter Obdachloser. Okay, auf 75% sind wir. Hunger haben wir auch ein bisschen. Da können wir gleich noch was snacken. Das hast du dir heute verdient. Komm, snack was. Jetzt sind wir aber wieder komplett auf 0. Wärme ist gleich auf 100%. Ich würde sagen, geh einfach nochmal schlafen. Erhol dich. Dann sollte das auch gleich weg sein. Jawohl, erhol dich. Vielleicht gleich nochmal ein bisschen an die Feuerstelle gehen, aber pump erstmal eine Runde. Komm, pump, was das Zeug hält. Ja, ich weiß, du bist ein bisschen krank, aber da musst du jetzt durch. So, Wärme auf wie viel Prozent? 84, darf nicht unter 75% droppen. Level up, so muss das. Ganz genau so. Sehr gut, geh nochmal an die Feuerstelle. Vielleicht krieg ich auch ein bisschen Energie wieder an der Feuerstelle. Ah, leider nicht. Okay, dann geh wieder ins Bettchen. Hast du dir verdient. Jetzt heißt es pumpen. Jetzt können wir hier auf den Knietritt gehen. Knietritt. Und wir haben immer noch 2 Leben. Ich meine natürlich 2 Zusatzpunkte. Wir nehmen den Hakenschlag. Digga, wir werden die Leute gleich sowas von auseinandernehmen. Ach so, Leute. Ich muss das hier einfügen, ne? Ausgewählte Skills. Oh mein Gott, deswegen hat er gerade nichts gemacht. Ich verstehe. Wahrscheinlich seid ihr schon alle ausgerastet. 3 Dinge haben wir jetzt. Jetzt sind wir Bruce Lee. Wer seid ihr eigentlich? Jetzt können wir da rüberziehen zu Electric Avenue und alle Leute komplett auseinandernehmen. Igor, wer bist du? Hey, hässliches Gesicht, geh weg. Das ist mein Spot und ich teile ihn nicht mit jemandem. Ja, das wollen wir sehen. Ich hatte mein Bruce Lee Training und du bist jetzt richtig auseinandergenommen. Schauen wir mal. Digga, bam. Du hast es geschafft, etwas Müll von den Überresten zu sammeln. Dieser Ort ist eklig und du bist Teil davon. Ja, dann gib mir erstmal $2. Area cleared. Du hast die Quest spektakulär abgeschlossen. Hier ist deine Belohnung. Oh yeah, Bob, danke schön dafür. Nimm dieses Geschenk für deine Mühen. Komm jederzeit wieder für warme Hotdogs. Okay, jetzt kann ich da Hotdogs kaufen, ne? $2,50. Okay, nee, das ist mir aber ein bisschen zu teuer. Dem könnte ich was geben. Und den könnte ich dann rekrutieren. Wie geil ist das denn? Hey, ich habe dich kämpfen gesehen. Kannst du Hilfe gebrauchen? Ich werde deiner Sache für ein bisschen Essensgeld beitreten. Müssen wir nicht unbedingt jetzt machen, aber wenn wir andere Kollegen da haben, dann werden wir es auf jeden Fall machen. Wir sollen erstmal wieder ans Lagerfeuer gehen, wieder auf 100% und dann gehen wir erstmal weiter schlafen, ganz genau. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes klar machen können. Den Spielplatz werden wir als nächstes klar machen. Oh mein Gott, das gefällt mir ja so gut, dieses Spiel. Und schaut mal, was es noch alles gibt. Gibt die Küste, Stadtzentrum, industriell und Bibelgürtel. Okay, es gibt ja also noch ordentlich Stelle, die wir auseinandernehmen können. Und ich muss sagen, ich habe mich schon ein bisschen in meinen Sang-Wook verliebt. Weil er auch so ultra strong ist. Wie kann ich denn Agilität ein bisschen pushen? Ausdauer muss ich auch noch irgendwie pushen. Mit anderen Trainingsgeräten natürlich. Aber dafür brauche ich wieder neue Sachen, ne? Ich brauche immer noch Plastik. Das ist mein großes Problem. Ich muss andere Städte mit oder andere Mülltonnen finden, wieder mit Plastik. Kriegen wir aber auch noch hin. Push, Bruder, push. Geh schlafen und push wieder. Alles gut. Also, jetzt heißt es schlafen, trainieren. Schlafen, trainieren. Wir sind aber so krank unterwegs, wir haben den Typen gerade mit 2 Schlägen fertig gemacht. Was denn das hier eigentlich? Hygieneverlust. Ja gut, aufwerten könnte ich auch. Kostet aber ordentlich Ressourcen. Also hier, den ganzen Kram, da kann ich noch nicht fertig machen. Wir haben nämlich so gut wie gar nichts. Wir haben nämlich nicht mal Metall, wir haben Elektronik kann ich später von diesem Typen da kaufen. Kein Problem. Aber Plastik fehlt mir noch. Plastik, um hier betteln zu gehen. Los, pump wieder, Bruder. Unterkühlt ist auch fast weg. Sehr gut. Jetzt bin ich fast so eine Maschine. Ich brauche eigentlich nicht mehr zu trainieren. Wir trainieren jetzt nur noch, weil wir gerade nichts Besseres zu tun haben. Geh noch mal kurz schlafen. Und dann werden wir den Spielplatz sowas von klar kriegen. Wärme, Hygiene. Ich würde sagen, wir gehen erstmal eine Runde duschen. Energie muss reichen. Energie brauche ich nicht wirklich. Oh, die Wärme muss ich aber wieder aktivieren. Das heißt, ich baller mal wieder 2 Papier rein, damit ich mich gleich ein bisschen wärmen kann. So, Hygiene müssen wir natürlich auch wieder klar kriegen. So, jetzt erstmal hier hin. Wir müssen nämlich auf über 75% kommen. Da habe ich gar nicht drauf geachtet eben gerade. Damit es hier wieder schön nach unten geht. So, haben wir. Und jetzt werden wir schön den Spielplatz klar machen. So. This is how it all starts. You grow up as a street kid, and the next thing you know, you're a criminal. Okay, weitere Quest. Hier habe ich schon mal eine Blume. Komischer alter Mann. Ich muss diese Blume angucken. Nimm sie nicht. Okay, komischer alter Mann. Du hast ziemlich viele HP, komischer alter Mann. Ich hoffe, ich kann den fertig machen mit meinen Skills, oder er nimmt mich komplett auseinander. Fight! Komm. Alter Schwede, der hat mich ja richtig auseinandergenommen. Aber richtig hart. Kann ich hier irgendwas anderes klauen? Es ist nichts drin.
Ja, endlich. Ein paar Sachen bekommen. Sehr, sehr viel wert. Damit gehen wir jetzt nach Hause und endlich können wir uns einen Bettlerplatz machen. Und damit können wir dann hoffentlich ein bisschen Geld machen, ne? Ein bisschen Geld verdienen. Zugewiesener Penner wird alle 6 Stunden Bargeld oder Essen vom Betteln bekommen. Und dann können wir unseren Penner da hinstellen, ne? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, wir müssen jetzt erstmal schlafen, weil wir voll auf die Mütze bekommen haben. Mit einem einzigen Schlag. Ich dachte, ich wäre schon krass unterwegs, aber ich war ja so lappig unterwegs. Und damit hätte ich jetzt, glaube ich, wieder Plastikprobleme, ne? Kann ich irgendwas hier bauen? Das kann ich nicht bauen. Das kann ich auch nicht bauen, weil ich kein Papier habe. Okay, jetzt bin ich eigentlich wieder komplett bei Null. Kompletto. Eieiei. Aber ich find's geil. Ich würde sagen, wir pumpen noch mal eine Runde. Dadurch kriege ich ja wieder ein bisschen Leben dazu. Der hat mich ja sowas von hops genommen. Komm, geh trainieren, Bruder. Da musst du durch. Ich könnte hier vielleicht noch Pflanzentöpfe bauen. Da fehlt aber auch wieder ordentlich was. Level up, so muss das. Wieder ein paar HP dazu bekommen. Unterkühlt, wie schaut's da gerade aus? Oh, ich muss hier ganz schnell wieder hier hin. Wärm dich erstmal. Oh mein Gott. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich habe doch gar keine Energie mehr. Was mache ich denn jetzt? Und ich bin angeschlagen. Ich bin am Arsch. Ich kann, glaube ich, nicht einen Angriff machen. Ich bin richtig am Eimer. Hier, der kann nichts. 12 Damage. Oh, der nimmt mich richtig auseinander. Er ist blind. Ausgewichen. Komm, mach was. Oh mein Gott, der hat mich richtig auseinandergenommen. Habe ich nicht drauf geachtet hier. Auf die Garbage-Invasion. Grand Theft Trash. Kommt jetzt hier. Do you want to participate in the Grand Trash Event? Will ich, aber nicht mit dem Leben, das ich habe. Ich versuch's einfach mal. Wofür willst du kämpfen? Plastik? Bin ich wieder voll? Ich bin immer noch nicht voll. Oh mein Gott, ich krieg jetzt wieder auf die Mütze. Oh, wenn ich Glück habe, mache ich den fertig. Aber nur mit ganz, ganz viel Glück. Komm. Ja. Ein bisschen Plastik bekommen. Legendär. Damit kann ich jetzt endlich auch andere Sachen pumpen. Wir müssen mal schauen, was wir genau machen. Ich kann hier sogar noch so eine Barrikade hinbauen. Also richtig verrückte Sachen. Hier kann ich auch was hinbauen. Vielleicht eine zweite Dusche. Ich weiß nicht genau, was das ist. Auf jeden Fall, Bruder, geh ins Feuer. Wir müssen dich die ganze Zeit auf 75% bringen. Das wäre super. Wir sind schon Level 5. Also gar nicht so kacke. Geh mal wieder pumpen. Okay. Willst du nicht auch das Gewicht vielleicht nach oben knallen? Das wäre sehr angenehm. So, schauen wir uns erstmal die Skills an. Wir haben noch 3 Punkte. Energetisch. Schnelle Wiederherstellung. Fügt 100% Lebensregeneration hinzu. Okay, hier geht es sogar auch noch weiter. Da muss ich zum Trainer sogar gehen. Also ich bin ja jetzt komplett auf Kraft geskillt. Das muss ich auf jeden Fall nochmal ändern. So ein bisschen blocken muss da auf jeden Fall auch noch mit rein. Soll er mal battlen gehen? Mal ein bisschen Cash machen hier. Battle mal ein bisschen. Ja, so, wie viel Geld macht er jetzt? Ich glaube, $1 macht er so in 6 Stunden, ne? Also, das ist jetzt nicht wirklich viel. Wir können ja mal hier kurz hinschauen, wie viel Geld wir dann kriegen. Übrigens, 3 Grad, es ist arschkalt, ich bin hier Unterhose. Aber die Leute sehen auch aus, als wäre hier der Sommer ausgebrochen bei 3 Grad. In der Nacht ist es übrigens wärmer, man kennt es. Und wie viel Geld haben wir gemacht? Wie nichts. Ach nee, das ist nicht, ich muss kacken, sondern ich muss mich um meine Hygiene kümmern. Das ist es. Wir schauen mal kurz. Wärme muss ich auch wieder nach oben knallen. Ihr seht, ich habe immer noch richtig Bock auf das Spiel. Ich hoffe, euch gefällt es auch, wenn ihr wollt, dass ich daraus eine kleine Serie mache. Das Spiel ist ja auch gerade erst noch in der Alpha, in einer Art Demo. Das gibt es ja noch gar nicht. Für alle kostenlos spielbar. Also, viel Spaß damit. Schreibt gerne in die Kommentare, wollt ihr davon mehr sehen. Daumen nach oben, dann würde mich freuen, dass ihr dann reingehauen.